Herzlich willkommen zu den Factorio Friday Facts Nummer 434, Galaxy of Fame. Hallo, Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass wir Anfang der Woche Space Age gestartet haben. Space Age Rezeption. Die Reaktion auf die Veröffentlichung von Space Age hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Wir hatten fast 100.000 gleichzeitige Spieler und zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrages haben wir bereits über 400.000 Exemplare verkauft. Selbstverständlich möchten wir euch allen hier danken. Factorio wäre ohne die Unterstützung unserer Fans und Spieler nicht möglich. Wir arbeiten hart daran, alle Rückmeldungen und Probleme zu bearbeiten, die ihr uns in den Foren auf Reddit und Discord gemeldet habt. Sehr, sehr schön. 400.000 Exemplare verkauft ist eine klasse Zahl. 100.000 gleichzeitige Spiele ist großartig. Also es ist richtig, richtig gut. Und das heißt halt nicht, dass 100.000 Leute spielen, sondern dass die gleichzeitig spielen. Und das ist nochmal gigantisch. Diese Woche haben Kovarex, Lukas und Vinzenz unsere letzte kleine Überraschung für Space Age, die Galaxy of Fame, fertiggestellt. Wenn Spieler Space Age beenden und den interstellaren Raum erreichen, werden sie eingeladen, einen Schnappschuss ihres Spiels in die Galaxy of Fame hochzuladen. Thank you for playing through Space Age. Now you can upload a snapshot of your game to the Factorio.com space map. It will contain this: maps of your planets and platforms, including recipe icons, tags and station names, production kills and energy statistics, map seed, player count and mods. Ah, sogar für die gemoddeten Versionen. Oh, krass. You can also choose to re-upload your game at a later time from the game menu. My nice factory, I went to Novus first. Lol. Nach dem Hochladen können Sie Ihren Star in der Galaxy of Fame finden und können Details sehen wie die allgemeinen Karteninformationen, Titel, Kommentar, Spielzeit. Das ist großartig. Pro Space, also pro Safe Game oder pro Account eine? Weil das wäre dann ja so eine schöne Historie sogar, seine alten Safe-Games anschauen zu können. Oder wäre das großartig? Wäre das klasse. Und wir haben... Ja, okay, das ist erstmal so. Die Sachen. Sie können sich umsehen und die Fabriken anderer Leute ansehen und sehen, wie sie funktionieren. Ihnen fällt vielleicht auf, dass einige der Karten etwas verdächtig aussehen. Derzeit blockieren wir keine Speicherung, die Cheats, Befehle oder Editoren verwenden, da wir nicht restriktiv sein möchten. Aber wir werden bald einige Filteroptionen hinzufügen. Es gibt nur einen einzigen Galaxy of Fame-Eintrag pro Spielerkonto. Frage beantwortet. Das Hochladen eines neuen Eintrages überschreibt den vorherigen. Die Option wird nach Abschluss vom Space Age-Menü im In-Game-Menü verfügbar sein. Da die Funktion recht neu ist, gibt es noch ein paar weitere Details, die es wert sind, mitgeteilt zu werden. Position, Größe, Farbe und Form jedes Sterns sind zufällig und werden beim ersten Hochladen zugewiesen. Zoom-Probleme auf Mobilgeräten sind bekannt und werden behoben. Fehler 100 beim Hochladen ist bekannt. In den meisten Fällen war der Upload jedoch erfolgreich. Wir unterstützen das Hochladen modifizierter Spielstände. Die Galaxy of Fame wird in Zukunft weitere Updates erhalten. Wie Sie sehen, erleuchten derzeit noch nicht so viele Stars die Galaxy of Fame, aber wenn mehr Leute spielen und fertig werden, hoffen wir, dass sie sich zu einer hell leuchtenden, funkelnden Galaxie füllt. Factorio 2.0 und die Nintendo Switch. Da haben wir uns gestern drüber unterhalten im Stream und... Es ist spannend jetzt zu sehen, was da rauskommt. Seit dem Start von Space Age am Montag haben wir einige Fragen zu unseren Plänen bezüglich der Unterstützung der Nintendo Switch-Plattform erhalten. Space Age erscheint nicht für die Switch. Fabriken im Weltraumzeitalter sind zum Vergleich zu Vanilla viel größer, da sie sich über 5 Planeten erstrecken. Es gibt einfach nicht genug RAM, um sie unterzubringen und nicht genug CPU-Leistung, um sie alle mit 60 Updates per Second laufen zu lassen. Ganz zu schweigen von all den neuen Sprites, die hinzugefügt wurden und nicht in den VRAM passen. 2.0 kommt für die Switch. Ich arbeite derzeit daran, das kostenlose Update 2.0 auf die Switch zu bringen und sicherzustellen, dass es ausreichend optimiert ist. Da der Veröffentlichungsprozess auf Konsolen lange dauert, möchte ich Ihnen kein konservatives Veröffentlichungsdatum nennen, sondern es einfach so schnell wie möglich veröffentlichen, wenn es fertig ist. Ich schätze, dass das Update in 1 bis 2 Monaten auf die Switch kommt. In der Zwischenzeit empfehle ich Ihnen, Ihr aktuelles Durchspielen zu beenden, wenn Sie mit Ihrem gespeicherten Spiel fast fertig sind, da das Update 2.0 einige Aktualisierungen für Schienen, Flüssigkeiten, Rezepte und Technologien enthält, die Teile Ihrer Basis beschädigen könnten, wie Sie auf der Switch nach dem Update kein Downgrade mehr durchführen können. Oh, krass. Ja, cool. Dann schauen wir mal in die Galaxy of Fame, beziehungsweise Loading Map Info. Ich muss das vielleicht mal ohne den Übersetzer machen. Factorio.com
Und dann Galaxy of Fame und dann einmal hier drauf. Loading Map Info. Da ist sie. Ja, sind noch nicht so viele vielleicht. Aber irgendwo werden wir sein. Da ist Bobby. Title: B-Movie by Jerry Seinfeld, according to unknown laws, is aviation. There is no way a bee should be able to fly. Ah ja. Mit einem Comment: A day ago. Dann haben wir hier die Planeten. Können die uns anschauen? Insel. Bulgora. Ja, Züge. Hier einen kleinen Umweg gegangen. Vulkanus. Ja, hart hier die Züge genommen. Aber halt weit freigekämpft, um die größeren Vorkommen zu haben und dann mit Zügen angeschlossen. Gleba, das spoilere ich mich jetzt gerade selber ein bisschen. Da sind die Raketen. Da sind die Foren. Okay, also. Aquilo werde ich jetzt mal nicht anklicken. Plattformen. One Science Boy. Ah ja. Bulgora Supply. Nee, süß. Vulcano Supply, Gleba Supply. Kalkite Dropper. Okay. Apollo Supply klicken wir mal nicht. Items. 143 Millionen Copper Cable. Energy. 561 Terajoule durch Steam Turbines. Aber auch hier Rare. Und Kills. 555 Small Carbonic Asteroid. Nice. Sehr cool. Könnt ihr auch bei euch noch entdecken. Gibt's unter Galaxy. Factorio.com/Galaxy. Und ja, ich beende meine Woche Factorio streamen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Galaxy, die Factorio Friday Facts nächste Woche ausschauen. Es gibt eine Menge Tutorials und Videos, kleine Schnipsel aus den Streams, die einfach auf YouTube geschmissen worden sind. Und mal schauen, wie die nächsten Wochen werden. Ich werde in ein großes Loch fallen, vermutlich. Schauen wir mal. Ich wünsche euch was. Bis dann.